Moin. Morgen. Morgen. Kann nicht wahr sein. Wer so spät kommt? Wer so spät kommt, er ist der Kümmerer. Ich hol die Scheiße zusammen. Du hast das freiwillig angeboten. Liebe Zuschauer, Tom war ja Heiligabend bei Wilke zum Essen, Raclette-Essen, und Wilke hatte sich ein Stück Fleisch draufgelegt und das hat Tom weggegessen. Da war richtig Stress in der Küche. Aussehen schief, ein Stück Fleisch. Komm in Raclette gedrückt. So, jetzt kommt's. Und jetzt ziehen wir weg! Wollen wir nicht so ins Ohr? Ja, ist doch wahr. Da steht eine Parkbank, Udo. Didi, was hast du heute Morgen zu mir gesagt, als ich zu dir heute Mittag um 11 beim Sportplatz habe? Ich gesagt, Didi, wir waren alle beim Manta, nur du nicht. Warum? Was hast du gesagt? Didi, der muss dann morgens fängt auch langsam an, wie so ein alter Hanuman. Komm her, Hanuman. Weißt du, du weißt, was ich meine. Da kommt so eine Glühkerze so. Rein. Didi, komm. Und jetzt bin ich wieder. Oh, jetzt muss ich hier. Ich krieg ja nie Bescheid. Nein, Schnauze voll, das wird heute nicht schrauben, denn ich darf. Und vielen Dank an die, die die Bannen festgemacht haben, die Info gegeben habt, dass die Schrauben auf sind. Weißt du, wie ich da blöd wieder vor den Zuschauern stehe? Jedes Mal dieselbe Kacke hier. Weil die ist für was benutzt. Es ist auf, es gibt keine Information und ich stehe hier wieder wie so ein Dussel. Ich sag ja, ich hau dir alle die Haxe in jetzt. Kommt hier noch einer bei meinem Schuppen bei? Da wird ein anderes Schloss eingebaut. Das ist mir scheißegal. Und wenn die was machen wollen und die können hier nicht rein, dann haben sie Pech gehabt. Dieser Schuppen wird abgeschlossen. Nun ist er, glaube ich, wirklich sauer. Ich hau dir gleich den Metallschaum einzeln durchs Ohrloch. Also, ich werd dir verrückt. Ich hab eine große Fresse gehabt. So eine große Fette. Alles wird sich neues Jahr, alles ändern. Und was ist? Genau wieder dasselbe, wie es aufgehört ist. Gar nichts. Ich werde auch keine große Fresse mehr haben. Ich werde nur noch kleinlaut sagen. Vielleicht nehme ich das Wort mal. Vielleicht klappt ja ein Objekt. Guck dir das da mal an. Ja, das sieht ein bisschen wüst aus. Meine Fresse, was ist das denn? Ich werde hier gleich richtig zum Eck. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, was ist hier denn los? Was ist mit der Welt verrückt? Der ganze Fußballplatz steht unter Wasser hier. Ja. Sag mal, ist das hier ein Feuchtraumbiotop oder was ist das hier? Ja, das ist ja jetzt Vorteil für mich. Du musst stehen bleiben. Mir hat Stiefeln an. Da kommst du nicht durch. Wilke, du hast. Hast du einen an der Waffel oder was? Willst du krank werden? Das ist ein bisschen tief. Ja, ein bisschen tief. Du hast. Kauf dir mal Gummistiefel. Oh, das ist auch ein bisschen kalt jetzt mittlerweile. Ja, du bist. Na, jetzt habe ich die Schnauze voll. Was ist denn? Ja, hast da auch schon geguckt? Udo fängt an zu regnen. Willst du mich verarschen oder was? Du stehst mit dem Knöchel in dem Wasser und redest von Regen. Da werden aber nur meine zarten Ballerina-Knöchel nass und nicht meine Frisur. Wirke jetzt hier nicht. Weißt du, kommst du morgen an und bist erkältet und so was, dann gebe ich dir noch keinen Nickelfangschlag. Da kannst du mal hingucken. Nickelfangschlag? Und was ich dir jetzt erstmal kaufe, ist Gummistiefel. Ich habe mir Gummistiefel gekauft. Ja, wo sind die denn? Im Auto. Ja, da links. Ich drehe am Rad. Das Auto steht da vorne. Warum ziehst du denn nicht an? Vergessen. Wusstest du doch nicht, dass hier alles unter Wasser steht? Nee. Mir verflucht wird das Wort bis in den Himmel. Wilke, komm da jetzt raus. Udo. Wilke, der zieht dir gerade die Hosen hoch. Ja, das ist mir doch egal. Ja, du hast wir müssen doch hier was schaffen. Jetzt guck dir das mal an. Wir können doch die ganzen Folien. Die haben Schweine Geld gekostet. 20 Grad im Schatten letztens. 20 Grad. Dann sagst du, nee, ist mir zu heiß. Aber bei dicken Regen und Überflutung, dann sagst du, wir müssen was schaffen. Du hast so einen an der Birne, hast du. Oh, du hier im Brass bring. Oh, Satan, hier ist aber gut tief. Ja, da komm doch raus. Ja. Oh. Du hast so einen an der Waffel, hast du. Du läufst, als wenn das nichts ist. Bisschen Wasser. Ja. Bisschen Wasser. Ganzes Sportplatz steht unter Wasser. Und dann redest du von bisschen Wasser. Wir können ja froh sein, dass die Plätze noch nicht unter Wasser sind. Hey. Was ist das denn? Bist du blind oder was? Was ist das denn? Ja, das ist ein bisschen nass. Ja, bisschen nass. Natürlich. Genauso wie deine Füße nass sind, oder was? Mir weiß wohl eins, das Wetter ist furchtbar. Und wenn das aufhört und das trocken wird, dann haben wir viel, viel Arbeit. Und da braucht auch keiner sagen, ich gehe um Mittag nach Hause. Den hau ich
Wendel weich hau ich den. Auch dich. Du wirst die Kamera an, du machst den Kopfkamera drum zu. Das ist mir scheißegal. Und du machst den Arschkamera dran. Wenn du Arsch rausstreckst, du wirst mit anpacken. Ich werde dir das Arbeiten mit beiden Händen, der liebe Gott dir gegeben hat, mit beibringen. Moin, liebe Zuschauer. Heute ist Tag 1 nach Überschwemmung auf Udo Fußballplatz. Guck mal, Udo, der Tankwart kann wieder mit seinem Jet fliegen, weil du so viel getankt hast dieses Jahr. Mein Gott, das stimmt doch gar nicht. Und außerdem sind da zwei, wenn du genau guckst. Dann kann er sich mittlerweile zwei leisten, dank dir. Ach so, dann springt er von einem Flugzeug zum anderen hin, oder was? Du. Mein Gott, immer. Ich hab so wenig, wie ich dieses Jahr mit dem Trecker gefahren bin. Bin ich in meiner ganzen Karriere hier noch nicht gefahren. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Udo. Happy Birthday to you. Hello. Hello ist Karneval. Herzlichen Glückwunsch, Udo. Danke, danke. Was ist hier jetzt wieder los? Udo, große Geburtstagsüberraschung. Ja, deine Geburtstag kenne ich. Dann ist alles wieder in Schutt und Asche hier. Ich habe mir was Schönes einfallen lassen. Ja, deine Einfälle. Wo bist du? Deine Anfälle, die kenne ich. Das letzte Mal flog der Dachball runter, weil eine Musikgruppe da war. Mit den ganzen Getrommel da. Udo, ja. Wie aufgeregt bist du jetzt? Ich bin aufgeregt. Wunderbar, liebe Leute. Ich bin da. Nee, hör mir auf. Hör mir auf, Udo. Kannst du nicht einmal vernünftige Leute hier einladen, die Geburtstag? Das musst du alles wieder aus dem Rasen poolen. Stimmung an dich, Video. Das ist erstmal als Fanpflege komplett verboten bei der Anlage hier. Weißt du, das kriegt kein... Hör auf! Mit dem Scheiß, das kriegst du nicht wieder raus. Firmen, hast du mir da wieder angeschleppt? Stimmung. Ja, Stimmung. Stimmung. Hast du da noch mehr? Ja, dann sicher. Der Feuerlöscher, der steht hier, weil experimentieren muss man ja sicher sein. Und hier beim Feuerlöscher müssen wir natürlich gucken, ob das hier alles ja, muss seine Richtigkeit auch hat. Ja, da ist was drin, da kann man sagen, das funktioniert, das Ding. So, mal sagen, vom Feuerlöscher, Udo, oder was kommt da hier? So, ja. Warte, bitte, hast du einen an der Waffe oder was? Hey, der ist aus dem 16. Jahrhundert, ist der doch. Frisch getüft ist der, Udo. Was hast du denn jetzt im Mund? Stimmung, hör doch auf, jetzt nicht essen hier. Du darfst nicht mit Essen anfangen. Wir wollen doch hier jetzt was zusammen machen. Weißt du, was das ist für ein Zeug? Guck an das Ding. Warte. Ja, warte nicht auf den Boden. Ja, bei dem muss ich aufpassen, dann explodiert noch. Und richtig ist das Zeug hier. Guck mal, wenn man mit dem Feuerzeug da ran. Bleib hier, Udo. Nee. Ist doch hier kein Problem. Wenn man mit dem Feuerzeug. Guck mal, er hat vor Watte Angst. Du ja, komm her, Udo, bleib jetzt hier stehen. Was hast du da? Ich nagel dich hier gleich fest. Das ist Watte. Wenn du mit dem Feuerzeug rangehst, dann wenn die anfängt zu explodieren. Ey, sag mal, wollt ihr mir mein Leben hier komplett zerstören? Warum? Oder? Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Ja, Geburtstagsgeschenk. Das nicht betreten und er steht da wie ein Warrost da drauf. Ich bin nicht dick, ich wurde geboren, als Fleisch billig war. Stimmung! So. Wilke, willst du anzünden? Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, das haben wir du zielst, ich zünde? Ja, okay. Udo, bist du bereit? Ja. Wow! Ist schon verbrannt, das Zeug. Das ist ja hier eine schwache Nummer von dir. Ich dachte, du ja, hey, nein, komm! Stimmung. Ja, die Katze von Schiffel, hast gesehen, die Reaktion weggezogen. Ey, da kam ja mit Stundenkilometer. Ihr habt eine Beule fast drin gewesen. 1, 2, 3, 4 Stellen mit dem Scheiß hier. Mit welchem Scheiß? Du meinst Konfetti? Stimmung. Biologisch abbaubar. Hör mir auf, du kriegst nur mehr, wenn du meckerst. So, hör mir auf, du Abgehender der Peter, da fliegt die Kuh, da steppt der Bär, da geht sie ab, die Luzi, da kann die fünfmal wieder gerade sein. Gewinne, gewinne, gewinne. Hallo, Udo. So, ich mach dich kurz sauber hier. Den tust du mir einen Gefallen. Nächstes Mal, wenn ich Geburtstag hab, nächstes Jahr, bestell mir einen Bäcker, der dir mir Kuchen beibringt. Aber nicht. Ach, da sieht der Bernoulli-Effekt schöner aus.
machen. So, einmal nur ein paar Tropfen im Ballon tun, dann kann man den Ballon nehmen und du siehst, der bläst sich selber auf, der Ballon. Ja? Weil eben aus dem... Genau das hab ich mir gedacht! Udo, komm ran hier, du willst schon wieder abhauen. Was hat er für eine Angst hier heute? So bist du doch sonst nicht. So, Udo, du schreist bis drei, so laut du kannst, okay? Dann schmeiß ich das da rein, das Zeug. Ein, zwei, drei. Jawohl, liebe Leute, das war's von Udo und mir für heute, würde ich mal so sagen. Das war ja ein netter Geburtstag hier. Ich komm wieder. Udo, hau rein, die Jungen. Tschüss. Warum ist die Tür abgeschlossen? Wie bitte? So Leute, was geht hier ab? Ey, was ist hier denn los? Weißt ihr eigentlich, wie viele Stunden ich hier beigesessen habe mit dem ganzen Scheiß? Habt ihr einen an der Waffel oder was? Bitte, dann ich glaube, ich bin wirklich, da haben wir stundenlang beigesessen. Die reißen alles wieder auseinander. Wie sieht das denn aus hier? Wieder voll mit Löchern, alles wieder sichtbar. Warum macht ihr das jetzt wieder? Wo ist mein Fitnessraum? Wo ist der Turm? Und wo ist der Wilfried? Ey, habt ihr einen an der Waffel oder was? Was soll das jetzt? Was ist denn? Ja, was soll das werden hier? Umgebaut. Ja, umgebaut. Wollen wir eine Freude machen? Mir eine Freude, kannst du nicht machen. Er steht da wie Heinz Arsch. Und du machst auch noch mit. Du filmst die Scheiße auch noch, oder was? Ja, das ist kein Raum. Das ist alles nur noch Chaos hier, was ihr macht. Wir haben jetzt letztes Jahr viermal umgebaut. Dieses Jahr wieder fängt das an. Das ist ein Verein, der bekloppt. Das wird sich in den nächsten 1000 Jahren hier auch nicht ändern. Und das sage ich euch, da will ich nichts mehr zu tun haben. Scheiße, jetzt sitzt er wieder an der Hake fest. Ich zieh die Schuhe jetzt nicht aus, dann kannst du hingucken. Mir kostet gleich links und rechts den Schuh, ich zieh die nicht aus. So, geht doch. Ich zieh die Schuhe nicht aus. Das ist arschkalt und das werde ich nicht machen. So, geht doch. Ja, dann will ich dir mal eben zeigen, was du alles nicht aufgeräumt hast. Ja, dann zeig mir das bitte. Ich war Dienstag nämlich hier. Ja, und? Und dann habe ich das gesehen. Was willst du mir jetzt erklären? Ihr macht jede Woche, dass ihr alles liegt, wo ich die Scheiße wegräume. Und dann willst du mir jetzt sagen, weil ich einen Teil vergessen habe, oder was? Du hast doch hinten den Vorschlag gemacht, was Zabok wieder ausgebettet hat mit dem dicken Loch. Ja. Wo du nicht klargekommen bist. Ja, richtig. Ja, da komm mal mit hin. Das ist das Eisen, was du da liegen lassen hast? Mensch, du hast das doch nicht aufgeräumt. So, hier hast du das. Du hast das Eisen, was du hier liegen lässt, das liegt hier noch hin. Scheiße, guck dir das doch mal an. Das kann nicht wahr sein, du. Jetzt machst du mit so einem kleinen Stück Eisen, machst du hier den Pumuckel, oder was? Auch kleine Sachen müssen weggeräumt werden. So, richtig. Hast du denn? So, pass auf. Das kann nicht sein. Es heißt das groß, wir räumen alles weg. Räumen alles auf, machen sauber und dann liegen da Teile rum. Und das geht. Du lässt doch auch alles hinter Moors liegen. Ja, wo denn? Ja, jetzt nicht, aber sonst bist du der König im Sachen. Die wollen wir uns jetzt mal beruhigen. Und damit wir diese Stellen hier anständig bearbeiten können, habe ich was im Internet bestellt. Natürlich nur auf eure Tipps. Penumalazos Tools. Penumatiz Tools. BNE. Pien. PNE. Pien. Matiz. Was machst du? Was liest du da eigentlich? PNE. Pien. Numatik. Tools. Das heißt so. Das steht doch noch so. Oder halt, wird das anders ausgedrückt? Was ist das, Udo? Hör doch nochmal. Pien. Matik. Tolz! Was? So, jetzt reicht's. Das ist ein Eisengestänge, was macht. Udo, wir müssen den Zuschauern doch sagen, was das ist. Die können's doch selber lesen. Ich kann's nicht aussprechen. Pneumatik. Pneumatik-Tolz. Was heißt das? Das heißt irgendwas mit Pistole, oder was heißt das? Ich sterbe mit meinen Augen. Ich werde sofort wieder nach Hause. Warum? Ja, was er da alles liest, Pneumatic Tools, was er ist, da bist du bekloppt. Liest du das doch vor, wenn du besser kannst hier. Ja, das kann doch jetzt nicht so, das ist doch jetzt kein
Pneumatik. Pneumatik Tools. No. Stimmt das, Herr? Ja? Ja. Was steht da, Udo? Pneumatik Tools. Was? Pneumatik Tools. Der will uns verarschen. Jetzt ist er komplett durcheinander. Pneumatik Tools heißt das. Pneumatik. Ey, könnt ihr noch schwierige Wörter für mich holen? Könnt ihr irgendwie auch noch irgendwie was alles aus anderen Ländern da, was ich gar nicht mehr formulieren kann? Leute, schreibt das einfach auf Deutsch. Ja, was ist denn das deutsche Wort? Weiß ich doch nicht, was das heißt auf Deutsch. Lasst mich doch mit mir nur für euren Scheiß nicht so und dann mach die Scheiße selber. Mit so einem Ding massiere ich meine Frau, da kannst du doch kein Bochum-Stahl damit sauber kriegen. Grönemeyer hat nicht umsonst gesungen, Bochum, ich komme aus dir. Bochum, ich hänge an dir. Oh, Glück auf. Das ist Stahl, das ist Power. Udo, da brauchst du nicht mit so einem Gummigelöte ankommen, mit so was, wenn ich was da ist, Nasenreiniger oder was. Da kannst du deine zotteligen Nasenhaare damit wickeln, du Heilopai, aber doch nicht Bochum-Stahl mit sauber kriegen, oder was? Mann, Mann, Mann. Und ich muss jetzt anfangen, ich hab jetzt auch, wie müssen wir jetzt weiter? So, ich fange jetzt an zu flexen. Das hier ein Haufen von Chaoten, das ist nicht mehr normal. Nicht mehr normal, Wilke. Das ist ein Haufen von Chaoten. Das habe ich doch gerade gesagt. Ja. Ja, warum sagst du das dann nochmal? Weil ich dich da bestätigt habe. Hey, weil ihr ein Papagei, hm? Weil ein Spielschlüpfer in dein Hintern steckt. Wenn du was sagst, sagt er das nach. Er ist so dein Schlüpfer. Wer geht's hier? Wer geht's hier? Udo, jetzt reg dich doch nicht. Nee, hast du mehr Kooperation mit Tom oder schon? Schneid übrigens. Lauf doch. Ja, lauf doch. Also jetzt hör wirklich auf. Weißt nimm du, den dicken Schraub, nimm den. Was? Nee, nimm den dicken Schritt, schabber den Nack. Ich kann gar nicht mehr reden, weil du mich so wahnsinnig machst. Nee, pass nicht mal. Nein. Nimm den Schlitzschraub. Verdammte Scheiße, du hast deinen Mörder an deine Füße. Ja, dann, oder wirst versenkt. Jetzt reg dich doch nicht auf. Der Schnee tut dir nicht gut. Oder hast du einen Kaffee geholt? Dann ist er ein Lapper. Ah, jetzt weiß ich. Ich hab Eukalyptus-Bonbon in den Mund gehabt. Dadurch ist er gekommen. Was für ein Bonbon? Eukalyptus. Was? Eukalyptus! Eukalyptus. Ja, wir heißen Eukalyptus. Wie heißt es denn? Welche Tiere essen denn gerne Eukalyptus? Hier, die in Korea oder an den Bäumen, die sind solche Beeren, sind das. Die essen Eukalyptuspflanzen. Himbeeren? Nee, Eukalyptuspflanzen essen die. Koala. Die essen die Eukalyptuspflanzen. Koala. Ja, wie heißt sie denn? Setzen 6 Uhr, tschüss. Ja, sitzt doch schon, du Dosser. Koala. Koala. Du sitzt ja nur rum. Ja, ich hab doch keine Rette im Back, am Handy am Rumgeier. Da brauchst du jetzt nicht drauf zeigen. Ich hau ihn gleich dein Hammerchen um den Ohren. Und dann hau ich mit den Himmelchen auf dein Zeh. Und dann hat er Zehschmerzen. Und Heinke Föhlmeier, immer dasselbe. Wilke fragt mich was und du klammerst da, hämmerst da. Komm Udo, letzter Versuch, bitte. Ja, aber Wilke, du hast doch zwei Paar Socken an. Wohl kann doch keiner sein mit seinen Elefantenfüßen. Dann musst du dir zwei Nummern größer kaufen. Seit 10 Minuten versuchst du, die Stiefel anzuziehen, du Leuanu. Papa, eingesägt, du. Der geht dir nur bis hier in deine Hacke. Kurz und schmerzlos, Udo. Ey, pass auf die Treppe! Das geht nicht! Udo, Alter, war das ein Attentat? Kurz und schmerzlos. Das geht nicht! Mach doch jetzt kurz und schmerzlos! Ey, wieso? Kurz und schmerzlos, aus, du wolltest, dass ich Gummistiefel kaufe. Ja, aber dann musst du dir größere Gummistiefel kaufen, wenn du zwei Paar Socken an hast. Das geht. Komm, kurz und schmerzlos. Dann zieh deine heißgeliebten Socken aus. Udo, ich habe mir extra Schafsocken gekauft, die du auch hast, damit wir in den Partnerlook gehen. Ja, aber du bist da zu eng gebaut jetzt. Hä?
Der Stiefel ist 48. Was hast du für eine Schuhgröße? 48. So, dann kauft man Stiefel immer... Soll ich eine Strumpfhose anziehen, du Gesichtselfmeter oder was? Nein, Gesichtselfmeter gibt dir gleich ein. Lass mich eben erklären. Wenn du, das ist, wenn die in der Schönheit aussehen, dann kauft man sich Größe 50, 52. Das ist mit Stahlkappe vorne. Ja, ist auch... Arbeit, falls mal was unterfällt. Ja, aber es geht doch um die Größenordnung. Kurz und schmerzlos. Ja, komm her. Fuß, leg hier drauf. So, boah, die stinken wie ein ildes Arsch. Das sind ja auch Arbeiterfüße. Ja, Arbeit. Fühlt sich aber schon viel flüssiger an. Ja, jetzt. Ja, ja. Kurz und schmerzlos. Falsch. Und willst du den Fuß nach rechts biegen? Das ist komplett verkehrt. Mir zieht den an, wie mir will. So, jetzt komm her. Ja, aber wie komm her? Ich sitze auf dem Stuhl. Ich krieg den nicht. Die Hacke sind fest. Das kann doch nicht wahr sein, ich darf nicht die Hacke. Ja, da musst du ziehen. Es geht nicht. Gib mir die Stiefel, hast du die Schilder noch? Ja, mach. Das geht nicht. Mach. Wie soll ich machen? Na, zieh doch mit an. Ich drück hier, du ziehst an. Ja, okay. Und wer wollen wir denn? Ziehen wir auseinander, den Stiefel. Ja, okay. Los. Ja, los. Ah. Wie willst du denn? Ja, ja. Ah. Der ist zu klein. Ja. Oh, erzähl. Ich habe es Ihnen gesagt. Vor zum Sonntag erfolgt jetzt. Mir hat richtig die Schnauze voll. Ich stehe da, bin am Pickeln da, wie ein Wahnsinniger. Didi kommt rein, geht hier durch, setzt sich hin. Torm sitzt hier, wie die Großknechte, die früher da den Gutshof da betreut haben. Und müssen erstmal Gesprächstor. Wenn ich das schon wieder höre und sehe, was du da machst. Was hast du euch gesagt? Ich habe vernünftig eingeräumt. Vollstücke. Das ist einfach so. Wir sind die Fuscher und da wird nichts hier funktionieren. Deine Berechnung bin ich wirklich gespannt drauf, ob das funktioniert. Ja. Ich gehe hier raus, der Zieren macht das ja, weil das stinkt denn so. Warum kennt Zieren sich mit Gestank aus? Weil seine Mutter auf dem Fischkutter mit Gestank gearbeitet hat. Der Spruch geht eigentlich als Gestank, Udo. Halt die Düse noch mehr in die Kamera. Kann nichts passieren, da muss ich drauf drücken. Ja, du drückst da drauf. Nee, ich drück da nicht drauf. Weißt du eigentlich, wie viele Stunden ich hier beigesessen habe mit dem ganzen Scheiß? Habt ihr einen an der Waffel oder was? Wo ist mein Fitnessraum? Wo ist der Tor? Was soll das jetzt? Was ist denn? Ja, was soll das werden hier? Umgebaut. Ja, umgebaut. Wir wollen hier eine Freude machen. Mir eine Freude kannst du nicht machen. Wie Heinz Arsch. Und du machst auch noch mit. Du filmst die Scheiße auch noch, oder was? Ja, klar. Ey, wie sieht das denn aus mit den ganzen Löchern jetzt? Jetzt kannst du wieder einen Maler bestellen und alles sauber machen und pinseln, oder was? Also will ich jetzt, mag ja alles gut sein, wenn ich aus der Dusche komme, ist ja alles nass. Merkt ihr das nicht? Dann wird er gar nicht ausgelegt da. Wie sieht das denn aus? Dann hast du genau, nur das Stück ist wieder, wie sieht das denn aus? Du sagst, wenn du einen Schrank kaufst, nur die Hälfte aussehen, weil die andere Hälfte nicht aussehen, oder was? Mann, also ich drehe hier am Rad. Was wollt ihr denn noch alles umbauen? Wie oft wollt ihr noch umbauen? Warum macht ihr das jetzt? Das hat heute Abend hier richtig Priorität. Wir haben nur ein ganz kurzes Zeitfenster. Was willst du denn machen? Ja, wann rüberziehen mit dem Trecker, weil jetzt gefroren ist. Wir haben nur ein ganz kurzes Zeitfenster. Das hat höchste Priorität. Was hast du? Höchste Priorität. Höchste Priorität. Priorität ist gleich, dass du einen Baldrian im Morsk ist. Boah, was kann wirklich höchste Priorität da, dass wir die Banden gerade ziehen. Oh, ich krieg das ja, hol den Trecker raus. Old Shatterhead, ich wollte. Das sind die Gelden. Der Gaulupfis von den Stiefels. Das sind die Ferraris unter den Stiefeln, das ist wirklich so. Die sind fein gefüttert, Junge, da kannst du so mal wegspazieren. Ey, mir hat jetzt keine Zeit für spazieren gehen. Mir hat der höchste Priorität da hinten der Band liegt im Dreck. Du Dossel, du. So, dass ihr da draußen Bescheid wisst. Hat richtig zwei Tage richtig gefroren. Jetzt können wir mit dem Trecker auf den Platz und die Banden, die zweite Lage, rüberziehen, festsetzen und dann sind die wieder gerade. Das ist jetzt höchste Priorität. Ist doch egal, wie das heißt. Ja, zieh das du auf. Weißt, was ich ja, meine. Ich weiß, was ich meine. Gucken. Ich hab ganz langsam eine Toilettentür aufgemacht und da stehen sie hier. Hast du Torms Ausreden wieder gehört? Ja. Hat mit seinen Augen und hat, ja, Druck und dies und das. Weißt du, du bist so weit hin.
Wenn du einen Streifen in der Unterhose hast, dann sagst du noch zu uns, ich hab mich in Kaka gesetzt. Also so weit bist du hin. Seit 2 Jahren predigen wir das. Geh zum Augenarzt. Was machst du? Ja, ich hab einen Termin. Du verarschst uns von vorne bis hinten. Du hast noch nicht einen Termin wahrgenommen seit 2 Jahren. Und ich hab Druck auf dem Augen. Ich hab auch Druck, wo mal drauf. Aber nicht auf dem Augen, weil ich Brille hab. Ich seh vernünftig. So fangen wir es gar nicht an. Beruhig dich doch mal. Nee, da kann ich mich nicht mehr bringen. Ich stehe in der Blödleiter, ich nichts tun. Halt die Firma hier wieder. Ja, ihr meint auch immer, ich bin der Typ, der sich immer aufregt. Nee, bin ich nicht. Der regt sich halt auf beim Nicht-Aufregen. Ja. Das ist halt Udo. Ja. Nix und wieder nichts. Für mich nix und wieder nichts. Mir regt sich nicht mehr auf. Bis morgen. Kann doch mal passieren, Udo. Ja, das passiert immer öfter. Jedes Mal passiert irgendwas hier. Ja, dann passiert doch halt. Was? Da passiert doch halt. Ja, was denn? Was passiert denn? Nichts passiert. Dann ist das Einzige, was hier passiert. Nichts. Kann doch mal passieren. Ja, genau. Jedes Mal passieren, passieren, passieren. Passiert man mit der Hand? Nee. Es passiert nur ein Kaffeebecher und Zigaretten. Da nehme ich jetzt mein Hand und fülle mal ja recht. Oder können wir da anfangen? Nee, wir fangen hier an. Oder fangen wir da an? Willst du jetzt mit dem Hammer mit Druck da draufsetzen? Ja, ja. Du drückst den noch an eine Mauer. Könnt ihr mir jetzt langsam mal auflösen, was hier los ist? Eine Überraschung. Ja, schön. Das ist für. Ihr wisst es. Und ich stehe hier. Natürlich wissen wir das. Ich trau dir nicht. Du läufst so irgendwo vor. Udo, wo komm. Bist du denn? Einfach nach rechts weitergehen. Rechts, 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 rechts. Ich hab Schuhbahn auf! Warum bist du denn so sauer? Ja, weil ich drauf trete. So kannst du stehen bleiben, Udo. Ja, und jetzt? Ja, Turm, geh mal aus dem Bild. So, ich geb dir jetzt was in die Hand, aber du darfst nicht gucken und musst erstmal gucken, was das ist. Du musst das fühlen. Ne? Nee, Udo, nee. Es ist kein Blödsinn. Beide Hände würde ich benutzen. Was ist das? Schütteln mal. Das ist Tulle. Mal. Da ist irgendwas drin. Ja, aber nicht abnehmen. Hä? Nicht den Schal abnehmen, ne? Nee. Ja, wackel mal, nimm mal in die Hand, fühl mal. Das ist eine Schatulle und da ist irgendwas drin. Ja, fühl doch, was da drin ist. Ein Schlüssel. Ah. Hab ich einen neuen Trecker? Hab ich einen neuen Trecker? Ja, was denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Ja, du reg dich doch mal ab. Ich hab dich jetzt umgedreht, richtig? Ja. Und jetzt? Ja. Wichtig ist, ne, weil wir filmen das ja auch hier anständig, Udo, dass du nicht gleich losrennst und Freudenstürme machst, ne? Nee. Also, dass du auch stehen bleibst, ne? Ja. Torben? Nimm ihm mal das Ding ab. Bist du aufgeregt? Oh, wie ein Flitzebogen. Ich könnte glatt Pipi in der Hose machen. Was ist Marie, aber stehen bleiben, Udo. Ja. Was habt ihr denn gemacht? Nee, nee. Habt ihr so ein Kart-Dings geholt oder was? Wie ein Kart. Wenn du dir das anguckst, sieht das aus wie ein Kart? Ja, so ein Auto, so ein Crash-Auto oder was? Was ist das? Ich weiß es, das ist ja unter der rote Tuch da. Da kann ich dir doch nicht sagen, was das ist. Ja, wenn du da jetzt hinguckst, was ist das? Das könnte ein Auto sein. Wie? Aber ich kann es dir das nicht sagen. Das könnte ein Auto sein? Ja, weil das unter dem roten Tuch ist. Ja, aber was siehst du denn da? Ja, eine Riesenschleife mit einem roten Tuch. Ja, wonach sieht das aus? Nach einem Auto. Ah, was könnte da drunter sein? Ein Auto. Ich gebe mir ein Auto. Was soll ich denn noch ein Auto? Ich habe ein gutes Fahrrad. Ja, das ist jetzt deine Freude? Nee, so eine Freude machen wir dir. Ist das jetzt mein Auto oder wie? Ja, aber bleib doch einfach stehen. Das ist doch für dich. Du hast einen an der Waffe, du hast mir doch jetzt kein Auto geholt. Udo. Ja. Bist du glücklich? Ja, ich bin jetzt glücklich. Ich bin jetzt sprachlos. Und sauer, dass es kein Trecker ist. Ja, nee, sauer nicht. Ich will das jetzt sehen. Ich will das jetzt. Ja, wir müssen aber erst so ein Thumbnail machen. Was für ein Thumbnail? Das YouTube-Bild, dass du davor stehst. Ja, hierher. Ich hab Schuhbahn auf. Ich muss Licht anpassen, Udo. So, Thumbnail machen. Freude, Daumen hoch. Bisschen näher, komm näher. Witzig, das ist Timo. Jetzt komm! Gib mir doch mein Auto! Lass mich wieder fahren! Ihr habt doch ein altes Auto geholt! Ihr seid solche Arschlöcher! Nee, das ist. Ja, wolltest du wie mein Herz gegangen sein? Ihr habt doch so einen an der Waffe, habt ihr doch! Da hab ich mir gedacht, ich hab war so glücklich! Ich hab jetzt das Auto! Deck das mal ab, Udo! Das ist dein Auto! Das ist wirklich dein Auto! Deck ab! So, hier!
Was habt ihr euch da wieder ausgedacht? Ich hab mich so gefreut schon innerlich. Und dann denke ich, wenn, als er da ankam, ich dachte, weil wir das Ding ja geholt haben für die Bude. Was macht er jetzt denn? Ihr seid doch warum mal eben den Mann? Tom, danke für die Überraschung. Timo, mir hat die so gesagt, ich dachte, jetzt wirklich hat mir einen neuen Traktor geholt. Ich hab mich da richtig drüber gefreut. Und dann kommst du da um die Ecke und ich. Was hast du gedacht, als du den Landrader gehört hast? Ich dachte, oh, Timo kommt um die Ecke, jetzt geht zu der Bude. Und da jagt er da so. Das war deine Streiche. Man glaubt ja kaum, dass das nicht weitergeht, aber du schaffst es immer wieder, was Neues rauszufinden. Ich weiß nicht, wie du draufkommst. Deine Hohlnüsse-Körper da oben, die müssen alles da gespeichert haben. Also Willi, und du magst auch noch mit. Wir haben aber noch eine Überraschung ja, für dich. Ja, was denn jetzt? Udo, ja. Du kriegst doch mal die Augen verbunden. Wir dich. Habt ihr wieder eine Scheiße angange? Dann Nein. Euch, dann habt ihr heute alle Hochzeit. Das sag ich euch so, wie es ist. Ja, natürlich, dass du da auch noch um den hast am besten mit den Drohnen gefangen. Ja. Du, ihr seid doch alle solche kleinen. Weißt du, wie mein Herz aufgegangen ist? Ich hatte wirklich gedacht, der Ziehen hat endlich mal eine geile Idee. Und dann, eigentlich war das eine geile Idee. So, kriegst du mal die Augen verbunden. Ja, was kommt als nächstes? Kommt ein Hubschrauber, den du explodieren lässt oder was? Vielleicht. Ja, bei euch ist jetzt alles möglich. Ich freue mich jetzt gar nicht mehr. Doch, jetzt freust du dich Nein. gleich. Doch, du freust dich. Nein. Was ist dein Auto denn, Udo? Mein Auto ist zu Hause. Und dann bleibt das stehen. Dann sag ich, du legst dir ein Wasser. Dann hast du deinen letzten Abzug gemacht. Kommt wieder eine Überraschung. Was glaubst du, was ist es? Ja, weiß ich, bei euch weiß ich es gar nicht mehr. Ich werde auch gar nichts mehr sagen. Weil deine Überraschungen sind Überraschungen, die fast über... Ach, leck mich am Arsch. Was hast du denn gedacht? Als ich den Schlüssel in der Hand hatte, habe ich gedacht, der Zierende hat einen an der Waffel. Der hat mir doch jetzt kein neues Auto bestellt. Das habe ich gedacht. Ersten Moment. Dann habe ich gedacht, nee, er hat ja mal gesagt mit dem Trecker, dass wir was Vernünftiges haben wollen. Da habe ich mir so innerlich gefreut, vielleicht kriegst du jetzt einen vernünftigen Trecker. Ja, jetzt kriegst du aber eine richtige Überraschung. Du wirst dich wundern. Also was kommt jetzt? Ja. Nee, bei deinem. Aber ihr müsst erst das Auto abdecken, Jungs, ne? Ja. Wie? Mein Auto abdecken? Nein, das Auto abdecken. Ach so, weil meine Autoschlüssel habe ich hier in der Hand. Sicherheitshalber. Sicherheitshalber. Oh Gott, jetzt hat Binky gar keine Autoschlüssel mehr. Die habe ich so in der Tasche gehabt. Was kommt jetzt wieder? Steht wieder neben mir so ein Walross und tut für mich ein Lied singen oder was? Was soll das denn? Was soll so eine Scheiße jetzt denn? Habt ihr einen an der Waffel? Das soll eine Überraschung sein. Ihr habt doch... Was willst du mit der Axt? Das ist, weil du immer Wutanfälle hast, dass du das mal ein bisschen unter Kontrolle kriegst. Jetzt willst du die Scheiße zertrümmern oder was? Jetzt kannst du den mal richtig auslassen. Ihr habt doch... Udo! Nee! Ich hab den Vertrag mit Baldrick angekündigt. Du musst dich jetzt anders auslassen. Nee. So, stopp, Brot. Wenn ich das mache oder wenn wir das machen, zertrümmern, bleibt das alles auf dem Boden liegen. Und wer muss die Scheiße... Nein, das machen wir. Nein, hier wird nichts zerkleinert. Ihr könnt alles machen, aber nicht auf dieser Sportanlage. Ich hab die Schnauze so voll von euch. Ihr könnt mich mal nicht abschließen. So, das ist viel. So, liebe Leute, tut mir für eine Minute entschuldigen, aber das reicht jetzt. Na, Ziel, lachst du doch! Und dann ist Torben mit seinem dicken Arsch. So, und dann ist Sven und Timo, weil ich das Spiel nicht gemacht habe. Fensterscheiben bleiben heile, weil ich den Scheiß hier nicht wegrollen will. Ey, ich glaube nicht. Ich bin schon. Alle 2 Minuten, dann hatte ich das fertig. Ja, ich bin schon fertig. Mhm, von wegen. Das machst du vernünftig mit dem. Was willst du? Und das wischst du vernünftig ab. Dann ist, was hat er jetzt? Bad und Dusche. Ich drehe dich am Rad hier. Bist du eigentlich im Kindergarten oder was? Was? Das ist doch Reiniger. Das ist Bad und Dusche. Ja, und vielleicht kommt er ja ins Bad oder in die Dusche. Hey, hier kommt ins Flur, du Volltrottel, du. Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Also wirklich jetzt. Du nimmst was? Das und wischst das vernünftig ab. Also wirklich. Hier ist ein Lappen drin, einmal drüber, vernünftig, alles fertig. Ja, nehmen Sie den Fahrrad rausholen.
Entschuldigung, dass es gleich wieder lauter wird. Wer jetzt einen Kopfhörer auf hat, der soll die abtun, weil ich hab schon wieder so eine Krawatte. Das kann alles nicht wahr sein. Mir hat... Der ist schon wieder da, der Holzfuß. Wer? Der Holzfuß. Kollege Holzfuß, gut Maulwurf. Der Maulwurf, der tut mir so die Ballhecke ruinieren. Der Kamel, guck dir die Scheiße an. Sogar unter dem Baum kommt der durch. Der wird sowas von schlecht. Der tut unter dem Baumwurzel durchbuddeln. Warum lachst du da jetzt drüber? Ich hab, weil das witzig ist. Was ist witzig? Dass da ein Maulwurf unterm Baum hochgeht. Da lachst du jetzt drüber. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich weinen oder was? Ja, das ist so schlimm genug wie jetzt. Du bist, wenn er jetzt auf dem Sportplatz schon landet, was würdest du dann sagen? Knoblauch rein. Ja, Knoblauch rein. Ich Knoblauch dir gleich ein. Ja, jetzt kommt dein Spruch wieder. Natur. Hä? Hab ich noch nie gesagt. Doch, bist hast du auch schon gesagt. Das hast du einen Schlüpfer geraucht heute Morgen? Oh, wow, bist du durcheinander am Gehirn? So. Ich hab noch nie gesagt Natur. Wochen und Monaten hast du das Wort Ohr war nicht mehr gesagt. Und jetzt fängst du wieder damit an. Ja, weil das keinen Sinn ergibt, was du sagst. Was gibt es keinen Sinn? Der Maulwurf, der gehört zur Natur. Das habe ich aber doch noch nie gesagt. Doch, wo? Hast du mir da hinten mal erzählt. Ey, das ist jetzt gerade passiert. Welche? Das pass ist auf. Jetzt, nein, das ist jetzt gerade passiert. So, liebe Zuschauer da draußen, seht ihr die Roststellen? Sagt, was kann das schnell rosten, ne? 2024 ist mein Jahr und das ist nicht gewesen. Udo, jetzt kommt er wieder. Nee. Warum? Weil ich jetzt wieder Stinkmauer bin. Das ist doch so. Was Stinkmauer? Stinksauer bin. Weil das doch sind doch Rohrstellen drauf. Nein, der Trecker ist jetzt mittlerweile. Du bist auch gerade gegen das Tor gefahren. Nein! Und was? Wie? Was, du bist? Natürlich bist du da gerade gegen gefahren. Ich hab das auch auf Kamera. Mach ihm kurz Kamera auf. Hör mich auf, hier in eine Bordouille zu bringen. Das ist mein Jahr 2004. Mach die Kamera aus! Mir ist nicht gegen gefahren. Schneidest du einfach raus. Und außerdem. Wieso passiert dir das immer? Ich wollte nur Blätter aufsammeln. Nur Blätter. Und dann machst du hier wieder Unruhe ohne Ende. Hey, ihr Lieben da draußen. Gärtner-Tipp gegen Maulwürfe: Knoblauch in den Tunnel hauen. So sollte das am besten aussehen. Schön klein gehauen, dass sich der Geruch falten, entfalten kann. Geruch. Was laber ich da für ein Dünnschiss? Dass sich der Geruch. Die Gerüche durch den Tunnel falten können. Herrgott, nochmal, Maulwürfe können kein Gestank, da könnt ihr auch wilde Schlüpfer reinlegen, da können sie auch nicht ab. Du da draußen, der gerade hier zuguckt, wenn du Lust hast, teil das Video und klick auf Gefällt mir. Platzwart Udo geht jetzt sauber machen.